Hallo. So, jetzt werden wir mit Python langsam starten. Und zwar, ich habe jetzt meine Python Idle gestartet. Ich habe jetzt hier die Version 3.5.1. Und wir fangen mal an mit ein paar Kleinigkeiten. Fangen wir mal an. Man kann eigentlich schon mal Python als kleiner Rechner benutzen. Zum Beispiel, wenn ich hier 1 plus 1 schreibe, kriege ich 2 oder 3 geteilt durch 2, kriege ich 1,5. Ja, man kann seine Sachen so eingeben. Was man auch machen kann, man kann gewisse Sachen zum Bildschirm outputten, zum Beispiel mit der Funktion Print. Mit Print kann ich zum Beispiel sowas schreiben, 1 plus 1. So, und wenn ich das Klammer zu mache, man sieht hier jetzt bei der Funktion Print, macht man Klammer auf und Klammer zu. Print ist eine Funktion, die in Python eingebaut ist. Und jede Funktion hat Klammern und in diesen Klammern kommt der Input, der ich dieser Funktion gebe, und dann gibt die Funktion einen gewissen Output raus. Ja? Und den Output kriege ich, sobald ich Return klicke, ist der Output 2. Okay? Wenn man auch, man kann auch Texte ausgeben. Texte allerdings kommen in solche Gänsefüßle, entweder einzeln oder doppelt. Ich zeige es mal hier. Also zum Beispiel Print. Ich kann jetzt Hallo sagen mit einzelnen Gänsefüßle. Ups, sorry. Einzelne Gänsefüßle. So, das ist Hallo. Oder mit doppelt. So, doppelt. Geht auch. Okay, jetzt hier ist erstmal der kleine Unterschied zur Version 2. Ich habe hier parallel Version 2 laufen. Wenn ihr wollt, ihr könnt auch beide Versionen installieren. Ich habe jetzt hier beide installiert. Ich mache mal das Fenster hier ein bisschen kleiner. Hier sieht man, ich habe hier Version 3.5.1 und hier parallel habe ich Version 2.7.10. In der Version 2.7 ist es ähnlich wie hier mit dem Print. Nur man kann auch, also ich kann hier zum Beispiel so schreiben, ist kein Problem. Okay, aber in Version 2 könnte ich auch so schreiben, ohne diese Klammern. Okay, geht auch. In Version 3 würde das gar nicht gehen. Okay, wenn ich das hier so schreibe, kommt ein Fehler. Okay, und das ist jetzt mal ein Unterschied, den man hier sieht zwischen Version 2, 2.7 in dem Fall und die 3.5. Okay, so. Jetzt, wenn wir jetzt Programme bauen oder Funktionen oder was immer, werden wir Folgendes machen. In jedem Programm, den wir erstellen oder Funktion oder Softwaremodul oder was immer, ist es immer dasselbe. Man hat gewisse Eingaben und gewisse Ausgaben. Und hier mittendrin in diesem Programm passiert etwas. Da werden die Eingaben bearbeitet, da kommen addiert, summiert, was immer, und dann kommt eine Ausgabe. Jetzt, dieser Fluss von Informationen, der hier durch das Programm fließt, läuft über sogenannte Variablen. Ja? Und das ist jetzt ein wichtiges Konzept. Eine Variable, kann man sich vorstellen, ist wie ein kleiner Container. Und in dem Container, ich mache es mal vielleicht ein bisschen größer. Und in diesem Container, ich gehe mal auch ein bisschen runter hier, dass man ein bisschen mehr Platz hat. So, eine Variable ist, kann man sich so vorstellen, ist wie ein Container. Und dieser Container hat einen Zettel drin. Und auf dem Zettel ist eine gewisse Adresse zu einem Objekt. Ja? Also das heißt, dieser Container deutet auf ein gewisses Objekt. Man kann das so vergleichen. Für die Leute, die mit Excel gearbeitet haben, in Excel, wenn sie Formeln schreiben, schreibt man die Formel nicht 1 plus 2, sondern man schreibt B2 plus C2. Man benutzt hier auch Variablen, die auf etwas deuten. In dem Fall deutet zum Beispiel die B2 auf die 1 und die C2 deutet auf die 2. Ja? Und genauso funktioniert es in Python. Man hat die Variablen. In Excel sind es B2, C2, sind das diese Zellbezüge.
In Python sind das Variablen, die wir einen beliebigen Namen geben können. Und diese Variablen deuten auf ein Objekt, eine Zahl, einen Text, was immer. So wie in Excel, die Bezüge, die Zellbezüge deuten auf ein gewisses Objekt, eine Zahl, auch ein Text oder was immer. Okay? Und das ganze Programm, kann man sich vorstellen, besteht aus, der ganze Informationsfluss in dem Programm läuft über diese Variablen. Man kann sich das so vorstellen, ich gehe mal hier ein bisschen tiefer. Und so ist jetzt ein typischer Informationsschlüsselprogramm. Man hat hier zum Beispiel zwei Eingaben, dann in dem Programm werden über zwei Variablen, zwei Container, die zwei Container werden zusammengemischt in einen dritten Container hier in dem Programm. Dieser dritte Container wird dann zu einem vierten Container weitervermittelt und dann der kommt zu einer Ausgabe. In dem Fall hat man in dem fünf Container, sprich fünf Variablen in diesem Programm. Und so funktioniert das auch in den ganzen Programmen. Man arbeitet mit Variablen. Diese Container haben dann Adressen zu gewissen Objekten und mit diesen Variablen wird dann gearbeitet, um letztendlich gewisse andere Variablen dann auszugeben. Und das sind dann die Ausgabe des Programms. Jetzt, wenn wir das zurück zu Python gehen, fangen wir mal an. Wir machen eine Variable, die nennen wir v-1, das ist unsere erste Variable, und die ist gleich zum Beispiel 3. Das heißt, die V1 in dem Fall ist ein kleiner Container und in dem ist eine Adresse und das ist die Adresse zu dem Objekt 3. Jetzt, im Gegensatz zum Beispiel zu Excel, hat man den Bezug B2 zum Beispiel. Ja, ich mache mal Excel auf, nur dass man das ein guter Vergleich hat. So, hier sind wir jetzt in Excel. Ich habe hier ein Objekt, das ist 3 und hier ein Objekt, das ist 2. Und hier, wenn ich jetzt hier schreibe B2, das ist, diese B2 ist meine Variable und die deutet auf das Objekt 3. Ja, und so genau funktioniert es in Python. Hier haben wir ein Objekt 3 und die V1 deutet auf dieses Objekt. Jetzt im Gegensatz zu Excel, in Excel wissen wir, die Zelle liegt da in der Zelle B2, dass die 3 in der Zelle B2 liegt. Hier in Python weiß ich nicht, wo die Adresse oder wo dieses Objekt 3 liegt. Ist mir auch eigentlich egal. Wichtig ist, dass mit der V1 kann ich auf dieses Objekt zeigen. Ich habe die Adresse dieses Objekts. Aber wo genau diese Adresse ist, ist ja egal. Ne? Machen wir mal so. Jetzt, wenn ich jetzt, ich kann auch so, und das ist jetzt was in Python anders ist als in anderen Sprachen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Sprache C bin, müsste ich festlegen, was für ein Typ diese Variable ist, etc. Ja? In Python muss ich es gar nicht. Also zum Beispiel, ich kann jetzt sowas schreiben. V1 ist gleich, oder machen wir erstmal so, wenn ich jetzt V1 mache und mache Return, kommt eine 3. Das heißt, der Wert der V1 ist jetzt 3. Ich kann, wenn ich jetzt sowas mache, jetzt ist die V1, hat sich die V1 eigentlich gar nicht geändert. Die V1 ist immer noch ein Container mit einer Adresse. Allerdings die Adresse in diesem Container ist jetzt anders, denn die Adresse hat sich geändert. Sie ist nicht mehr die Adresse von dem Objekt 3, sondern die ist jetzt die Adresse von dem Objekt Hallo. Und deswegen, wenn ich jetzt hier V1 mache, wieder als Output, was ist das? Ist es Hallo. Ja? Und das ist jetzt was für viele Leute verwirrend ist in Python, weil zum Beispiel in der Sprache WC muss man die Variable definieren. Man muss sagen, diese Variable ist eine Zahl von einer gewissen Größe und diese Variable darf nur Zahlen beinhalten. Also das heißt, ich kann keine Texte, kann gar nichts. Hier, man sieht hier in Python, kann man locker Zahlen und Texte, dieselbe Variable einmal mit einer Zahl und dann mit einem Text vergeben. Warum? Weil diese Variable beinhaltet nicht diesen Wert, sondern es ist nur ein Container zur Adresse. Und das ist ein sehr wichtiges Konzept in Python, weil das werden wir dann sehen, wenn unsere Programme komplexer werden, man wird gewisse Anomalien sehen, die sich auf das zurückdeuten. Ich zeige mal eine Anomalie jetzt für den Anfang. Und zwar machen wir mal sowas. Wenn ich jetzt mache V1 ist gleich 7. Okay? So, und ich mache dann V2. Oh, halt, ich habe jetzt was falsch gemacht. Was ich hier sagen will, ist auch, ich habe jetzt Groß V. Ja? Groß V ist ganz anders als Klein V. Da muss man arg aufpassen. Ja? Also das heißt, wenn ich jetzt hier
V1 schreibe, V1 ist immer noch das Hallo, weil Groß V ist eine ganz andere Variable als Klein V. Ja? Also Klein-Großschreibung ist hier sehr wichtig, deswegen immer darauf achten. Wir machen Folgendes, ich schreibe V1, V1 ist gleich 9. Okay? So, das ist mal das Erste. Dann mache ich V2 ist gleich V1. Okay? Jetzt, was würde ich kriegen, wenn ich, was ist der Inhalt von V2? Der Inhalt von V2 in dem Fall ist 9. Okay? Genau. Weil, beides, weil, ich, was ich hier gesagt habe, V1 deutet auf 9 oder ist der Bezug zu 9, die Adresse zu 9. V2 hat dieselbe Adresse wie V1, also ist V2 9. Okay, jetzt mache ich so, V1 ist gleich 17. Was wäre jetzt V2? Ja, jetzt, viele Leute werden denken, okay, V2 ist natürlich 17, weil V2 ist gleich V1, V1 hat sich geändert auf 17, müsste V2 17 sein. Nein, V2 ist immer noch 9, weil V2 deutet immer noch auf das 9er Objekt. V1 hat sich jetzt, die Adresse von V1 hat sich geändert, aber V2 hat sich nicht geändert. Ja? Die deutet immer noch auf die alte Adresse, und zwar die 9. Ja? Wenn wir das Return machen, sieht man, V2 ist immer 9. Und auf sowas muss man arg aufpassen, weil oft in Programme, wenn man komplexe Programme schreibt, in Python zum Beispiel, sieht man solche Fehler. Und die lassen sich auf solche Sachen zurückdeuten, dass in Python die Variable beinhaltet nicht den Wert, den man sieht, sondern sie ist nur die Adresse zu diesem Wert. Diese Werte hier sind Objekte, die irgendwo existieren und die Variablen sind nur Adressen zu diesen Objekten. Ja? Und wenn ich jetzt hier, wie man sieht hier, ich habe jetzt die V1 hat jetzt eine neue Adresse zur 17, aber die V2 hat sich nicht geändert, weil die V2, haben wir hier oben festgelegt, die deutet auf das Objekt 9 und da hat sich für die V2 nichts geändert. Deswegen deutet die V2 immer noch auf 9. Jetzt, wenn ich jetzt sage, nochmal, V2 ist gleich V1, dann ist die V2 jetzt, deutet die V2 jetzt auch auf die 17. Ja? Und das, auf das muss man aufpassen. Das ist, deswegen kann Python unterschiedliche Typen von Informationen, oder sagen wir mal so, deswegen können die Variablen bei Python unterschiedliche Typen von Informationen nehmen, Zahlen, Texte, was immer, weil sie gar nicht diese Inhalte beinhalten, sondern sie deuten nur oder sie sind nur die Adresse dieser Inhalte, dieser Objekte. Ja, und das ist sehr wichtig. Das ist wie in Excel wieder, der Zellbezug in Excel ist dem Zellbezug egal, was da drin steht. Ich kann jetzt auch hier Hallo schreiben. Das ändert an dem Zellbezug gar nicht. Dieser Zellbezug ist immer noch derselbe, weil er nur zur B2 deutet. Ja, diese B1 ist nur eine Adresse zu dem Zellbezug. Sie beinhaltet nicht den Wert selber. Und so ungefähr funktioniert Python. Bei anderen Sprachen, zum Beispiel WC, ist es anders. Die Variable ist der Container des Wertes. Sie beinhaltet diesen Wert. Und deswegen hier muss die Variable festgenagelt werden, dass sie ist von einem gewissen Typ, zum Beispiel Zahl, Text, was immer, und auch von einer gewissen Größe, dass das Programm planen kann, oh okay, ich habe den Container, den muss ich diese Größe geben, damit diese Information reinpasst. Ja? Wir machen dann im nächsten Video weiter mit ein bisschen komplexeren Themen.